Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Duftlibertät. Ich bin die Nicole. Ich bin der Manuel. Und wir sind eure unabhängigen Sensi-Berater. Ja, wir haben heute die elektrische Duftlampe des Monats und den Duft des Monats, die elektrische Duftlampe des Quartals und den Duft des Monats Juli. Genau, weil wir haben ja jetzt halt immer nur noch vierteljährlich elektrische Duftlampen und jeden Monat halt einen Duft. Genau. Und dieses Mal ist es eine Duftlampe, von der ich nicht dachte, dass die so gut bei euch ankommt. Also ich habe schon einiges an Vorbestellungen und es haben schon viele gesagt, ab wann gibt es denn diese Duftlampe, dass ich die gleich in der Früh bestellen kann, weil ich nämlich Angst habe, dass die schnell ausverkauft ist. Ja, wir haben sie noch nicht ausgepackt, also das ist jetzt für uns die Premiere. Ja. Ist eine Elementduftlampe, glaube ich, oder? Nein. Nein, ist keine? Nein. Okay. Mit Licht? Ist mit Licht. Okay. Und ich finde sie tatsächlich nicht so spektakulär. Ich bin mal gespannt, was der Manuel sagt. Also von den Bildern her, live habe ich sie jetzt noch nicht gesehen. Die nennt sich Lavender Bouquet und Manuel steht ja ist auf ein, steht drauf, ein offizielles Duftprodukt des Walt Disney World Resource. Das steht hier auf der Seite. Jetzt haben viele gedacht, wir ehrlich gesagt auch, dass man die sich nicht zum halben Preis holen kann. Wenn man jetzt also eine Party abschließen möchte, ja, ich berühre dich schon nicht. Es ist so warm, dass wir das schon wieder unangenehm finden. Und da ist jede Berührung und eigentlich ist das Kleidungsstück schon wieder zu viel. Ist ja. Und deswegen schauen wir jetzt, dass wir das Video rumkriegen, dass wir wieder, ich weiß nicht, wo wir uns verstecken sollen, aber irgendwo werden wir dann wieder Plätzle finden. Also es ist richtig anstrengend, dieses Video zu machen, oder? Weil dir überall das Wasser runterläuft. Naja gut, ist in Ordnung. Das ist halt Sommer. Aber für ne? euch machen wir das natürlich gerne. Naja klar, es ist aber halt auch Sommer, ne? Aber ja, genau. Gut, Lavender Bouquet ist ein offizielles Duftprodukt von Disney World Resort. Lizenzierte Produkte sind ja normalerweise nicht zum halben Preis erhältlich, aber dieses Produkt ist anscheinend dann trotzdem kein lizenziertes Produkt, denn ihr könnt die, wenn ihr eine Party mit 295 Euro voll habt, zum halben Preis euch kaufen. Also das ist auf jeden Fall möglich, da haben wir extra jetzt noch die Information bekommen. Also wenn du eine Party bei uns offen hast, die schon voll ist und du unbedingt diese Duftlampe haben möchtest, dann melde dich bei uns und du kannst sie dann über deinen Party-Link mit den Gratis-Prämien dann halt eben auch einlösen. Also die Gratis-Prämien dann halt noch extra. Das ist schon mal das Schälchen. In einem schönen Grau, würde ich jetzt mal sagen. Grau. Für vier Würfel natürlich wieder, steht unten drauf. In dem Paket, die riechen nett, das ist Plastik. Schaut eigentlich, ne? Das sind keine echten. Ne? Steh auf Lavendel. Ja, der Mann steht voll auf Lavendel. Und, aber das ist so schönes Lavendelsträußchen, das da mit drin ist. Finde ich eigentlich ganz schön. Also ich mag Lavendel mag ich auch sehr gern. Also den echten. Ich mag die Farbe vom Lavendel und so. Es ist schon echt nicht schlecht. So, dann haben wir hier. Was ist denn jetzt die Duftlampe? Genau. Die Vase für die Lavendelsträußchen. Also da ist dann auch noch eine Vase mit dabei. Du hast sie noch gar nicht gesehen. Gar nicht. Ich bin jetzt hier. Für mich ist das komplett neu. Also das ist komplett. Vase. Hier haben wir dann die dazugehörige elektrische Duftlampe. Also kommt dann in die Vase da wahrscheinlich. Jetzt, genau. In die Vase kommen die Lavendel-Dingers neu. Irgendwo hatte ich hier eine 20 Watt Glühbirne. Ihr seht hier am Kabel, es kommt eine 20 Watt Glühbirne rein in die elektrische Duftlampe. Ich mach's da mal auf. Nein. Das war's jetzt so. Dann tun wir mal das ganze Plastik nach, dass wir das dann wieder alles super verpacken können. So, die Glühbirne ist drin. Ihr seht eine 20 Watt Glühbirne. Der Manuel steckt jetzt mal die Duftlampe an. Und ich setze die jetzt mal in ihre Schachtel rein. Da kommt dann der Deckel noch drauf.
Ach so, das sind zwar kürzere und zwar größere anscheinend. So, und dann schauen wir uns die mal genauer an. Also die Vase ist im gleichen Design wie die Duftlampe. Und die sind beide in so einer Holzkiste drin. Die Holzkisten schauen natürlich alle unterschiedlich aus. Wir haben jetzt hier zum Beispiel so ein Auge drin. Das muss bei eurer nicht drin sein. Aber gerade das, finde ich, macht es schön und ja, macht die Kiste dann vom Holz her authentischer. Also ich mag das tatsächlich nicht so gern, wenn alles so richtig glatt ist und plan ist. Ich finde es schon schön, wenn man da ein paar Astlöcher drin sieht. Hier haben wir jetzt die Vase. Da ist jetzt der Lavendel drin. Also das sind diese vier Lavendelsträußchen. Das ist schon wirklich richtig buschig, oder? Ja. Und dann haben wir hier noch die elektrische Duftlampe. Und die schalten wir jetzt einmal an. Macht ein schönes Licht. Ja, macht da schönes Licht. Ich finde, die Duftlampe ist ja ein wenig so im Country-Style irgendwie. So dieses Ländliche kommt da ja eher so zum Vorschein. Macht das nicht so hell, so richtig schön, gemütlich. Ja, die 20 Watt Glühbirne macht jetzt auch nicht so hell und das Glas lässt auch nicht so viel Licht durch. Lediglich an den Stellen, an diesen hellen Stellen kommt das Licht durch. Und es sieht so aus, als ob an diesen Stellen wieder die Farbe abgekratzt worden wäre. Versuche es euch mal ein bisschen näher zu zeigen. Auch bei der Vase ist es die gleiche Technik, nur halt eben in einer anderen Farbe. Und wenn ich die jetzt so live sehe, muss ich ehrlich sagen, schaut gut aus. Finde ich die jetzt gar nicht so schlecht. Hat ein wenig was. Was ist eure Meinung zu der Duftlampe? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare. Das ist halt auch wieder eine Duftlampe, die sehr wandelbar ist, die man selber dekorieren kann. Also wenn ihr jetzt sagt, na gut, Lavendel ist jetzt nicht so meins, dann packt ihr hier halt andere Blumen oder Gräser so oder was auch Blumen immer. Könnte man dann rein, da könnte Wasser da unten rein. Ja, könnte man machen. Weil es ist ja an und für sich ein komplettes Glas. Und ihr könntet da sogar einen Strauß frische Blumen mit reinpacken. Genau. Aber ich denke, die meisten werden was Künstliches reinpacken. Es können auch zum Beispiel Gräser sein oder irgend sowas. Zur Frühlingszeit. Das gefällt mir jetzt ganz gut. Mit so einem Töpfchen mit künstlichen Tulpen, finde ich, schaut das auch schön aus, ja, oder? Man könnte es auch herbstlich dekorieren dann. Durch diese Farbe, finde ich, ist man da jetzt nicht so an die Jahreszeit gebunden, sondern durch dieses eher gedeckte kannst du eigentlich durch die Dekoration, die du in diese Vase reinstellst, ich glaube, ich wäre immer begeistert von der Lampe. Man könnte das sogar, also jetzt sag ich jetzt mal. Könnt ihr quasi das bestimmen, in welche Richtung das aussehen gehen soll. Du kannst ja gerade auch eine Lichterkette reinmachen. Ja, könnte man auch hier noch eine Lichterkette rum. Oder vielleicht zur Weihnachtszeit. Es gibt ja so kleine Bäumchen, könnte man vielleicht auch reinstellen. Oder dann halt eben Weihnachtsstern oder irgendwie was in der Richtung. Also das ist wirklich eine sehr, sehr wandelbare elektrische Duftlampen. Dekoration. Als Duftlampe alleine würde ich es schon gar nicht mehr bezeichnen, sondern das ist wirklich eine richtig schöne Raumdekoration. Ja. Und je mehr ich jetzt darüber rede, umso mehr gefällt die mir jetzt da. Also die bleibt bei uns. Jetzt auf einmal doch, ne? Jetzt auf einmal doch, ja. Ich glaube doch, die bleibt hier bei uns. Komm ein wenig an Sand rein, da kannst du ein wenig zur Not auch ein wenig an, im Winter vielleicht an Kunstschnee und dann ein wenig an. Aber den sieht man ja nicht, wenn du was drauf hast. Ja, vielleicht noch einen Nikolaus draufstellen oder einen Schneemann. Ein Schneemann oder sowas, das ja. Könnte schon noch hauen. Ja. Also wie gesagt, durch diese Farben, die Duftlampe hat, mach's ja mal noch einmal aus. Schaut kann man da sehr flexibel schaut werden. Schaut auch im. Also ist jetzt nicht in einer bestimmten Jahreszeit zuzuordnen. Aus, und auch aus. Die Duftlampe, wenn er jetzt sagt, okay, ich möchte die Duftlampe jetzt nochmal alleine dekoriert haben, dann könnt ihr die tatsächlich auch alleine hinstellen. Und schaut sie nochmal bitte an. Hab dann auch keine Angst, ich weiß nicht, ob ihr das Gesicht gesehen. Und sie als einzelne Duftlampe verwenden. Man könnte da sogar was anderes noch neu stellen. Das weg und dann vielleicht was anderes rein da. Also ja, man könnte, ja, das da vielleicht ja Kugeln Weihnachten. Ja, vielleicht also, das mit Kugeln auffüllen oder so, genau. Gute Idee. Ich habe jetzt leider nichts da.
Also das so Jahreszeiten würde schön oder so ausschauen. Oder also jetzt man kann im Sommer da wirklich sehr, sehr kreativ werden mit der Duftlampe. Ein Sand, ein wenig Muscheln vielleicht. Ja, wäre auch eine Möglichkeit. Ich zeige euch einmal das Kistler noch einmal. Denn wir haben hier die eine Seite, wo die Duftlampe reinkommt. Und auf der anderen Seite ja, kann man auch in das Kistler was neid dekorieren, damit es jetzt halt nicht so hoch raussteht zum Beispiel. Ich schaue mal, was ich hier finde. Na, man könnte jetzt hier zum Beispiel ein wenig Sand reinpacken, da vielleicht noch eine größere Muschel mit dazu, die habe ich ja da. Also die würde dann mit dem Sand natürlich höher rauskommen. Das hier jetzt zum Beispiel rein und dann noch die Duftlampe dazu. Schaut gut aus. Dann haben wir schon wieder eine andere Dekoration. Also ich würde jetzt dann noch ein wenig Sand rein tun oder Steinle oder irgendwas in der Richtung. Dann kommt die Muschel auch wieder ein bisschen weiter raus. Das sieht man jetzt, weil mein Hemd davor ist. Na, dann kommt diese Muschel dann aber da weiter raus. Also man kann da wirklich sehr kreativ sein. Mit Vase, ohne Vase, whatever. Nein, zu klein. Naja, zu nieder. Der Manuel hat jetzt eine andere Duftlampe als Dekoration hier rein. Das ist ja die, die aktuell in der Schatztruhe drin ist. Aber wenn man den zum Beispiel ein bisschen höher setzt oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch ganz, ganz goldig ausschaut. Warte mal, tun wir mal da was unten reinlegen. Ich lege jetzt da mal schnell so zu Vorführzwecken. Zwar Glühbirnen rein. Und dann hätten wir den hier auch schon drin sitzen. Also würde tatsächlich auch total süß ausschauen. So könnt ihr zum Beispiel eine andere Duftlampe dann auch noch als Dekoration mitverwenden. Also halt dann nicht eingeschaltet, ne? Sondern halt als zusätzliche Dekoration. Deko. Genau. Ja, ich habe jetzt eigentlich gedacht, die flasht mich gar nicht, aber je kreativer man mit der Duftlampe werden kann oder je mehr uns jetzt eingefallen ist, umso mehr stieg die Begeisterung eben für die Duftlampe. Natürlich hat die Duftlampe auch einen authentischen Duft mit dabei. Und ihr seht schon, da ist jemand total begeistert von dem Duft. Der nennt sich Provence Lavender. Mach dann auf, den darfst du dann gleich mit aufnehmen. Ich hab nämlich der Manuel hat schon eine Packung durchgeheizt. Ich liebe diesen Duft einfach. Lavendel, frisch. Ich habe jetzt, wenn es so warm ist. Ich darf gar nicht neu riechen, habt ihr das gemerkt? Da kriegt man den Bar gar nicht. Wenn es so warm ist, habe ich das Gefühl in meinem Büro, wenn ich die anmache, das kühlt so ein bisschen runter und macht alles ein bisschen frischer und erträglicher. Ja. Also wir haben ja im Sortiment auch noch den Duft French Lavender und der geht für mich tatsächlich so ein bisschen in die Richtung. Ja, wie man sagen würde, vielleicht alte Oma oder irgendwie sowas in der Richtung, so wie die Omas früher die Düfte hatten und so. Also der haut mich tatsächlich nicht so vom Hocker. Aber dieser Provence Lavender, geil, der ist einfach toll und der ist wirklich richtig schön frisch. Ja, was willst du da weiter dazu sagen? Wenn ihr auf sowas steht, Lavendelduft. Er ist auch aus der... Er ist geil. Er ist auch aus der Duftfamilie frisch. Und gerade jetzt an solchen heißen Tagen, hat der Manuel, hast du glaube ich gerade schon gesagt, oder? Ist der wirklich richtig perfekt. Ich verstehe immer nicht, dass Leute sagen, ja, wenn es so warm ist, jetzt im Sommer Duftlampe an. Ja, warum nicht? Wir haben jetzt droben alle Fenster zu und da ist es doch schön, wenn man gefühlt Frische im Raum hat, indem man einen schönen frischen Duft verwendet. Zum Beispiel, welchen ich jetzt auch noch mit aufnehme, der läuft schon davon. Der kommt jetzt zwar zurück, den mag der Manuel nicht so. Das ist der Fiesta Lime, der kommt jetzt am Montag in den Bring Back My Bars zurück. Und den hatte ich tatsächlich im Sensi Club drinnen. Und das ist auch so ein richtiger, schöner, limettiger Duft, den ich jetzt an so heißen Tagen unheimlich gern mag, weil er mir eine gefühlte Frische in den Raum zaubert. Ich mag es halt gern. Ich schalte ja meine jeden Tag um 7 Uhr ein im Büro. Das heißt, wenn ich aufstehe. Deine Duftlampe. Ja. Durch die... Konnte mir jetzt nichts darunter vorstellen. Ich lasse meine Duftlampe jeden Tag um 7 Uhr einschalten. Ja. Und wenn ich dann ins Büro komme, nach dem Gassi gehen mit dem Hund, ist das einfach dieser Duft geil. Kann ihm wirklich jeden... Also wie gesagt, er hat schon einen ganzen Bart durchgeheizt und hat wirklich Freude an dem Duft. Und für den Manuel ist er, glaube ich, auch
Sensi-Club verdächtig. Also ich muss ihn ab dem 1. dann sofort in den Sensi-Club reinpacken, damit wir den auch immer und immer wieder haben. Und ich finde tatsächlich, bisher von allen Lavendeldüften und Duftmischungen mit Lavendel ist das der authentischste und schönste Lavendelduft. Ja. Das ist wie wenn du so einen Lavendelsäckler drin hast. Nur das Problem ist, die Lavendelsäckler, wir haben uns letztes Jahr welche, als wir in Frankreich waren, als wir in Monte Carlo zur Entsendereise waren, haben wir einen Ausflug nach Frankreich gemacht und da haben wir uns Lavendelsäckchen mitgenommen. Ja, die hören halt relativ schnell auf zu riechen und da riechst dann auch nichts mehr, weil die den Duft nicht so extrem freigeben. Und durch unser Wachs ist es einfach eine tolle Geschichte, ist im Endeffekt ja, das Gleiche, da wurde ein Öl draus hergestellt aus dem Lavendel und aus dem Lavendelöl wurde dann quasi das Wachs gemacht. Also und ich lese euch mal die Duftbeschreibung dazu vor. Ziehen Sie sich in die französische Landschaft zurück und verweilen Sie ein wenig in den wogenden Lavendelfeldern. Das ist ja noch was, was ich unbedingt machen will. In die Provence fahren und da in den Lavendelfeldern den Duft richtig zu riechen. Ja. Aber das wirklich, kann ich mir vorstellen, kommt wirklich sehr, sehr nah da dran. Ihr kriegt den Duft den ganzen Juli über einzeln für 7,65 Euro. Ihr könnt ihn aber auch in Dreierpacks und Sechserpacks integrieren und natürlich auch in Sensi-Systeme. Und die Duftlampe kostet im Juli 101,70 Euro. Ich weiß, es ist ein stolzer Preis. Ich habe auch gesagt, aber ist es wert? Es ist eine richtig schöne, wandelbare Lampe. Und selbst wenn man nur diese Lampe zu Hause stehen hat und keine andere Sensi-Lampe hat, dann kann man mit dieser Duftlampe sehr, sehr viel anstellen. Also wir haben uns ja gerade. Ja, du kannst das ganze Jahr damit arbeiten, weil du es immer irgendwie anders dekorieren kannst. Und das mag ich an Duftlampen unheimlich gern. Zum Beispiel auch an den Suk Cute Land oder unserem Little Garden mag ich das, dass man die Jahreszeiten technisch so ein bisschen dekorieren kann. Ja, sollte dann im August noch was übrig sein von der Duftlampe, dann sind wir bei 113 Euro. Und wenn ihr die Duftlampe zum halben Preis haben wollt in einer Party, die schon aufgefüllt ist, dann kostet sie von 113 Euro die Hälfte. Also das sind dann 50 und ich finde, dafür kann man sie dann schon nehmen. Also wenn ihr eine Party bei mir habt, dann meldet euch bei mir und dann schaue ich, was ich da für euch regeln kann. Jawohl. Also beziehungsweise, ob sie schon voll ist oder nicht. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte auf einen, ja, auf tolle Prämien sammeln, dass ich mir vielleicht zur Herbstkollektion was aussuchen kann, dann lasst euch auch auf jeden Fall ganz wichtig einen Partylink erstellen, denn mit der Duftlampe habt ihr schon ein Drittel der Miete sozusagen und ich bin mir ziemlich sicher, in den nächsten Monaten kommt da noch einiges dazu, dass ihr die Party dann im September, wenn die neuen Kollektionen kommen, zur Herbst-Winter-Saison, dass ihr dann eure Prämien dafür nehmen könnt. Also das machen sehr, sehr viele. Das nur mal so ein Tipp am Rande. Und wer sagt, der Duft ist cool, packt ihn auf jeden Fall in den Sensi-Club, denn ja, er wird wieder rausgehen und also ich könnte mir vorstellen, dass der so beliebt ist bei euch, dass der vielleicht in den Herbst-Winter-Katalog oder kommt. Sehen. Oder beziehungsweise, dass der schon geplant ist, French Lavender abzulösen. Also ich weiß gar nichts, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass der vielleicht sogar in den Herbst-Winter-Katalog kommt. Aber wenn er nicht kommt, müsst ihr ihn auf jeden Fall in den Club tun. Schon mal vorab in den Club reinpacken, damit er dann auf jeden Fall nicht versäumt. Wir sehen ja nächsten Monat schon den neuen Katalog und was es so für tolle neue Sachen geben wird. Und vielleicht wären wir ja da schon überrascht mit diesem Duft. Und da kommt Duft jetzt gleich so. Das war's. Das war's. Ja, ich fühle mir, als ob mein Hirn zusammenbrutzelt wäre irgendwie. Es ist so, so warm. Und deswegen? Ja. Ab dem 1. Juli erhältlich die Duftlampe und der Duft um 9 Uhr in der Früh. Also wer früh ganz bald dran sein will, der sollte auf jeden Fall am Montag früh um 9 Uhr auf der Webseite sein, auf seinem eigenen Partylink. Wer noch einen Partylink möchte, soll sich bitte melden bei mir und dann mache ich das auf jeden Fall noch. Und ansonsten, ja, wünschen wir euch noch ein wunderschönes Wochenende im Freibad oder wo auch immer ihr euch abkühlt. Und wenn euch unser Video gefallen hat, dann lasst uns sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal.
und drückt die Glocke, damit ihr keins unserer Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall schon ganz bald wieder. Ciao!